Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ungeachtet eines ungarischen Dementis über eine bevorstehende Massenausreise von DDR-Bürgern sind in Bayern die Vorbereitungen für die Ankunft von Flüchtlingen angelaufen. Unklar ist aber nach wie vor, ob, wann und wie viele Ausreisewillige in den Westen kommen werden. In der vergangenen Nacht waren wieder 200 DDR-Bürger über die grüne Grenze geflüchtet. Als Standorte für die Auffanglager in Bayern sind Passau, Freilassing und Bad Reichenhall vorgesehen, sowie die Durchgangsstelle Nürnberg. Über die Situation wurde heute erneut im Bundeskabinett gesprochen, allerdings ohne den Kanzler, der sich einer ärztlichen Untersuchung unterzog. Ohne den leicht erkrankten Bundeskanzler befasste sich das Bonner Kabinett, ehe es sich an Gesetzesvorlagen machte, noch einmal ausführlich mit den DDR-Flüchtlingen. Innenminister Schäuble berichtete vom Bau neuer, provisorischer Auffanglager in Bayern und der Außenamtsstaatssekretär Lautenschlager über die Lage in Ungarn. Derweil hat das Rote Kreuz in Bayern schon mit der unverzüglichen Vorbereitung von 4 Zeltlagern bei Passau, Reichenhall und Freilassing begonnen. Zusammen sollen sie rund 4000 Flüchtlinge für die 2-tägigen Aufnahmeformalitäten beherbergen können. Doch während ein Vorauskommando das Freibad von Freilassing als Ort einer Zeltstadt inspiziert, berichtet der Regierungssprecher von einem politischen Dilemma. Man müsse auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, ohne ein falsches Zeichen der Hoffnung zu setzen. Auf die in der Pressekonferenz geäußerten Vermutungen, die Regierung wisse mehr als sie sage, reagierte der Sprecher so. Gibt es da irgendwelche Abmachungen oder können wir irgendetwas erwarten? Nichts, was mir bekannt wäre, über das hinaus, was die ungarische Seite öffentlich geäußert hat, nämlich, dass sie niemanden zurückschicken wolle und dass sie auch an der Grenze keine Waffengewalt einzusetzen gedenke. Wir müssen uns auf jede Eventualität einstellen. Und selbstverständlich ist dieses Datum 1. September, Ende der Ferien in der DDR, ein Datum, bei dem man mit entsprechenden Reaktionen zumindest rechnen muss. Und auf die unvermeidliche Reporterfrage, ob es denn bei den Kontakten zur DDR wenigstens einen Funken Hoffnung gebe, die alte Standardantwort. Dies habe ich ja auch bei mehreren Gelegenheiten schon gesagt oder als Antwort gesagt, dass sich in Ost-Berlin nichts bewegt. Das ungarische Außenministerium wollte heute Informationen nicht bestätigen, dass eine Lösung des DDR-Flüchtlingsproblems unmittelbar bevorstehe. Es gebe kein Abkommen zwischen Budapest und Bonn über die Massenausreise von DDR-Bürgern in die Bundesrepublik. Innenminister Horvath bekräftigte zugleich die Haltung seiner Regierung, dass kein DDR-Bürger zurückgeschickt würde. Auch die karitativen Hilfsorganisationen in Ungarn sind nach eigenen Angaben bislang nicht über eine bevorstehende Massenausreise informiert worden. Unverändert ist die Situation in der bundesdeutschen Vertretung in Ost-Berlin. 116 DDR-Bürger warten dort auf die Ausreise. In der Bonner Mission in Prag dagegen nimmt die Zahl der Flüchtlinge weiter zu. In der Botschaft der Bundesrepublik in Prag wird es allmählich eng. In der Nähe der Botschaft verlassene Wagen von Bürgern der DDR. Täglich klettern Deutsche aus dem anderen Staat über den Zaun und wähnen sich erstmal in Sicherheit. Die offizielle Zahl derjenigen, die in der Bonner Botschaft Zuflucht gesucht haben, wird jetzt mit 210 angegeben. Das Deutsche Rote Kreuz hat Zelte im Garten der Botschaft aufgestellt. Die tschechoslowakischen Behörden dulden die Invasion der DDR-Bürger in die Bonner Botschaft in Prag bisher stillschweigend. Doch lässt man hier auch durchblicken, dass man außerhalb des Botschaftsgeländes keinerlei Ansammlung von DDR-Bürgern zulassen will. Trotz drangvoller Enge und ungewisser Zukunftsaussichten scheint die Stimmung in der Botschaft noch relativ gut zu sein. Bonn ist mit den zuständigen tschechoslowakischen Stellen in Kontakt. Für die DDR-Bürger in der Bonner Botschaft in Prag heißt es zunächst warten und noch einmal warten. DDR-Staats- und Parteichef Honecker ist möglicherweise doch ernster erkrankt, als Ost-Berlin bisher zugegeben hat. Berlins regierendem Bürgermeister Momper wurde signalisiert, dass ihm auf der Leipziger Messe keine adäquaten Gesprächspartner zur Verfügung stünden. Regierungssprecher Klein sagte in Bonn, es sei fraglich, ob Bundeskanzler Kohl derzeit mit dem SED-Chef telefonieren könne.
Zuvor war aus Sicherheitskreisen verlautet, die Gallenblasenoperation bei Honecker habe erfolglos abgebrochen werden müssen. Demgegenüber erklärte ein Sprecher des Ostberliner Außenministeriums, Honeckers Genesung mache weitere Fortschritte. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Rau hat heute in Warschau mit dem neuen Ministerpräsidenten Mazowiecki über den polnischen Wunsch nach mehr wirtschaftlicher Hilfe gesprochen. Nach dem Treffen forderte Rau die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft auf, ihre Hilfszusagen für Polen schnell in die Tat umzusetzen. Versöhnung bot Tadeusz Mazowiecki den Deutschen an, als er Johannes Rau empfing. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende bewertete dieses Wort des neuen polnischen Premierministers kurz vor dem 50. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen besonders hoch. Rau ist zu den Gedenkveranstaltungen am 1. September nach Polen gekommen. Aber er nutzte die Gelegenheit auch zu Gesprächen über den Stand der stagnierenden Verhandlungen zwischen Bonn und Warschau. Er stellte Mazowiecki-Vertreter der nordrhein-westfälischen Wirtschaft aus seiner Begleitung vor. Lade Sie ein zu dieser größeren Zusammenarbeit. Es ging vor allem um die Reform der polnischen Wirtschaft mit westlicher Hilfe. Ich bin gern Ministerpräsident. Aber Ihre Arbeitslast möchte ich jetzt nicht haben. Über den deutschen Beitrag zur Sanierung der polnischen Wirtschaft sprach Rau mit Außenminister Olechowski. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte sich vorher mit Außenminister Genscher abgestimmt. Er sagte vor Journalisten, ein Besuch des Bundeskanzlers in Polen sei überfällig. Man kann nicht jahrelang mit großen Erwartungen nach Polen blicken, auf Demokratisierung blicken, auf Solidarność. Und dann, wenn es eine solche Chance gibt, sie ausschlagen oder sie durch Wachten verspielen. Und es ging am Nachmittag empfing der polnische Kardinal Glemp Rau. Sie stimmten überein, dass die jüngste Diskussion über die polnische Westgrenze den Beziehungen beider Länder nicht genutzt habe. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik werden deutsche Uniformträger als UN-Beobachter im Ausland Dienst tun. Das Bundeskabinett beschloss heute die Entsendung von 50 Bundesgrenzschutzbeamten nach Namibia. Sie sollen dort die Vorbereitung der Wahlen überwachen und voraussichtlich 6 Monate bleiben. Einzige Bewaffnung ist die Dienstpistole zum persönlichen Schutz. Bundesinnenminister Schäuble betonte den rein zivilen Charakter der Mission. Sie sei auch kein Präzedenzfall für weitere Einsätze. Ankunft von skandinavischen UN-Polizisten auf dem Flughafen von Namibias Hauptstadt Windhoek. So werden auch die 50 deutschen Bundesgrenzschützer ankommen. Sie werden Teil einer Verstärkung der UNO-Polizei sein, deren Zahl jetzt von 500 auf 1000 Mann angehoben wird. Ihre Aufgabe besteht prinzipiell darin, den friedlichen Übergang Namibias in die Unabhängigkeit zu überwachen, bis hin zur Registrierung der Wähler und dem Schutz der Wahlurnen. Doch immer wieder kommt es zu Demonstrationen der konkurrierenden politischen Parteien. Es gab Zusammenstöße mit der noch unter südafrikanischem Kommando stehenden Polizei. In dem Klima zunehmender politischer Spannungen ist es entscheidend, dass die UN-Polizisten die Szene genauestens überwachen und Gewalttätigkeiten berichten. Größere Probleme gab und gibt es, besonders im Norden, im ehemaligen Kriegsgebiet. Nach dem, was wir wissen, sagt der UNO-Sprecher, werden besonders im Norden Polizeistationen eröffnet, vor allem draußen im Busch, wo uns Berichte von Polizeiübergriffen vorliegen. Eine UNO-Polizeistation im Norden wurde vor wenigen Tagen mit einer Handgranate und Schüssen angegriffen. Doch es gab keine Verletzten. Augenzeugen sagen, die Schüsse seien von 2 Weißen aus einem vorbeifahrenden Auto abgefeuert worden. Im Wüstenklima Namibias werden auch die deutschen Grenzschützer bis mindestens nächstes Frühjahr bleiben. Jedenfalls dann, wenn Namibias Weg in die Unabhängigkeit friedlich und nach Plan verläuft. Ferner beschloss das Kabinett heute ein Prämiensystem, das schadstoffarmen Autos endgültig zum Durchbruch verhelfen soll. Vom Januar nächsten Jahres an erhalten Käufer von Neuwagen bis 2 Liter Hubraum und geregelten 3-Wege-Katalysator eine Steuerbefreiung von 1.100 Mark. Kleinwagen unter 1,4 Liter Hubraum werden besonders begünstigt. Für sie gilt die Befreiung rückwirkend ab Juli 1985. Wer sein Auto nachrüstet, bekommt vom Finanzamt Bargeld 1.100 Mark für einen 3-Wege-Cut und 550 Mark für einen ungeriegelten Katalysator. Zur 2. nationalen Europakonferenz haben sich heute im Bonner Kanzleramt 80 Vertreter der Wirtschaft, Gewerkschaften und verschiedener Verbände getroffen. Dabei ging es um die sozialen Auswirkungen des geplanten europäischen Binnenmarktes.
Bundeskanzler Kohl sprach sich dafür aus, möglichst konkrete soziale Mindestrechte festzuschreiben. Die Gewerkschaften forderten, in einem gemeinsamen Europa einklagbare soziale Grundrechte zu verankern. Dagegen warnten Vertreter der Wirtschaft vor zu weitreichenden Festlegungen. Kraftprobe in der Hamburger Hafenstraße. Einige hundert Polizisten und Demonstranten standen sich heute gegenüber, als der Geschäftsführer der städtischen Hafenrandgesellschaft zwei der acht Häuser besichtigen wollte. Mit Hilfe der Polizei kam er zwar in die Gebäude, die meisten Wohnungen blieben ihm jedoch verschlossen, da er sie nicht ohne Polizeibeamte betreten wollte. Ende Juli hatten Vermummte den Geschäftsführer bei einem Besuch in der Hafenstraße zusammengeschlagen. Die Gesellschaft hat den Bewohnern mittlerweile zum dritten Mal fristlos gekündigt. Am Freitag wird sich das Hamburger Landgericht mit den Kündigungsklagen befassen. Weniger Strafe, mehr Hilfe. Mit diesem Mittel will Justizminister Engelhardt die Rückfallquote bei straffälligen Jugendlichen senken. Die heute vom Bundeskabinett beschlossene Änderung des Jugendgerichtsgesetzes sieht unter anderem vor, dass Jugendliche nicht mehr so schnell in Haft genommen werden. Die Untersuchungshaft soll eingeschränkt und die Jugendstrafe von unbestimmter Dauer zwischen 6 Monaten und 4 Jahren ganz abgeschafft werden. Damit, so Engelhardt, trage das Kabinett der Einsicht Rechnung, dass Straftaten junger Menschen oft aus Konfliktsituationen ihres spezifischen Alters resultierten. Bei einem Zugunglück in der Nähe von Bregenz ist heute Morgen ein Deutscher ums Leben gekommen. 16 Personen wurden schwer verletzt. Der österreichische Schnellzug Montfort, der nach Wien unterwegs war, stieß frontal mit dem Eurocity-Zug Bavaria aus Zürich zusammen. 3 Waggons entgleisten. Fahrgäste wurden in den Trümmern eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit Schneidbrennern befreit werden. Unfallursache ist nach Angaben der Bahn menschliches Versagen. An der Unglücksstelle konnte wegen Bauarbeiten nur ein Gleis befahren werden. Der österreichische Zug Montfort ist vermutlich im Bregenzer Bahnhof auf ein falsches Gleis geleitet worden. Der Trabi legt 2 Takte zu. Der DDR-Kleinwagen Trabant, bisher nur als 2-Takter erhältlich, soll künftig auch als 4-Takter gebaut werden. Angetrieben wird der neue Trabant von dem in VW-Lizenz hergestellten Polo-Motor. Mit 40 PS soll er es dann auf 125 km pro Stunde bringen. Nach einem Modellversuch in Karl-Marx-Stadt soll der neue Trabant 1.1 vom Mai 1990 an in Serie gehen. Der Preis 19.865 Mark. Liebhaber des tuckernden Zweitakters können den alten Trabant P601 auch weiterhin erstehen. Mit einer Abschlussfeier im Duisburger Wedau-Stadion ist am Abend die Universiade 89 zu Ende gegangen. Zufrieden mit den Weltspielen der Studenten zeigte sich das bundesdeutsche Team. Mit 19 Medaillen belegt es den 3. Platz hinter der Sowjetunion mit 30 und den USA mit 24. Mehr als 3000 Athleten aus aller Welt waren in den Disziplinen Leichtathletik, Rudern, Fechten und Basketball angetreten. Positive Bilanz auch bei den Sportverbänden und Politikern. Nach der Ausrichtung der 9-tägigen Mammutveranstaltung sei Duisburg auch für die Olympischen Spiele im Jahre 2000 oder 2004 gerüstet. Die Gewinnzahlen im Mittwochslotto Ziehung A 3, 8, 13, 33, 41, 45, Zusatzzahl ist 28. Ziehung B 6, 23, 30, 33, 42, 45, Zusatzzahl 28. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4, 3, 5, 4, 3, 2, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 31. August. Der Satellitenfilm zeigt starke Bewölkung über dem Westen Deutschlands, die sich nur langsam verlagert. Westlich davon lockert sich die Bewölkung wieder auf, bevor sich über den britischen Inseln ein weiteres Band starker Bewölkung anschließt. Das Frontensystem eines Islandtiefs zieht langsam weiter ostwärts, wobei die zugehörige Kaltfront erst morgen Nachmittag auf Nordwestdeutschland übergreift. Davor wird warme Meeresluft herangeführt. Die Vorhersage für morgen: heiter bis wolkig. In der zweiten Tageshälfte im Nordwesten Bewölkungszunahme und nachfolgend aufkommender Regen. Tiefstwerte 8 bis 13 Grad. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. Schwacher, im Norden mäßiger Südwestwind. Die weiteren Aussichten:
Am Freitag im Südosten noch vielfach sonnig und warm. Sonst stark bewölkt mit Regenfällen und beginnender Temperaturrückgang.